So, ja, theoretische Informatik. Das ist jetzt im Prinzip das, was Ihnen aus dem Bachelorstudium noch fehlt. Ja. Ich werde vorgehen nach diesem ausgezeichneten Buch vom Kollegen Hoffmann, Theoretische Informatik. Da gibt es seit letztem Jahr die zweite Auflage. Das ist noch die erste Auflage. Die zweite Auflage hat einen leicht anderen Farbton da vorne. Aber ganz wichtig, also falls Sie sich überlegen, das Buch zu kaufen, die zweite Auflage. Ja. In der ersten Auflage waren sehr viele Fehler noch drin, in der zweiten sind weniger Fehler drin. Ja. Also lassen Sie uns mal über die Vorteile reden. Ich meine, das ist das erste Buch, was ich überhaupt jemals weltweit gesehen habe über theoretische Informatik, wo man auch durchaus Skizzen, Bilder, Tabellen, Grafiken und solche Dinge erkennt. Die klassischen Bücher über theoretische Informatik, das sind reine Mathematikbücher. Satzbeweis, Definition, Satzbeweis, Definition. Ja? Und zwar teilweise von der übelsten Form. Ja? Also sprich, das ist das Buch über theoretische Informatik für Leute, die auch noch ein bisschen einen Bezug zur Praxis haben wollen. Ja? Nichtsdestotrotz, das Fach heißt theoretische Informatik und es ist auch theoretische Informatik drin. Ja? Also schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht zu hoch. Ja? Es wird keine Präsentation werden, wie Sie es aus Fernsehsendungen wie Galileo oder ähnliches kennen. Es wird sehr wohl auch theoretisch werden. Ja. So, ja, dann lassen Sie uns mal kurz über die Inhalte reden. So, jetzt brauchen wir noch einen Zeigestock. Also, ich habe hier einmal eine kurze Inhaltsübersicht, sprich, das ist eine Übersicht über die Kapitel in dem Buch. Und ich meine, das ist auch tatsächlich, das sind die Inhalte, die man so unter theoretischer Informatik versteht. Ja? Also klar, es gibt erst eine kurze Einführung, dann mathematische Grundlagen. Das ist ein Kapitel, in dem eben die Mathematik bereitgestellt wird, die man für die folgenden Kapitel braucht. Dieses Kapitel werde ich weglassen, weil wir Teile davon entweder in der Bachelor-Mathematik hatten oder in der Mathe-Vorlesung aus dem Master. Es wird einen Teil geben, im Wesentlichen, wo es über verschiedene Arten von Unendlichkeit geht, die wir brauchen werden, und ein paar andere Kleinigkeiten. Das baue ich dann an den Stellen ein, wo wir es brauchen. So, dann kommt ein Kapitel über Logik und Deduktion. Ich meine, das ist ja klar, dass Logik für Informatiker ein wichtiges Thema ist. Und deswegen werden wir hier in die Logik auch ein bisschen tiefer einsteigen, als das, was Sie aus dem Bachelor zum Beispiel aus Digitaltechnik kennen, nämlich Aussagenlogik. Ja? Das kennen Sie schon, Boolesche Algebra. Das ist ein anderes Wort dafür. Das ist das, was in der ganzen Digitaltechnik, das heißt in allen Chips und Speichern und Prozessoren letztlich implementiert ist. Wir werden aber über Prädikatenlogik reden, weil die Prädikatenlogik ist wesentlich mächtiger und deswegen auch für viele Anwendungen sehr interessant. So, jetzt was das Kapitel betrifft, da gehe ich nach meinem Buch vor. Also nach meinem KI-Buch. Ich meine, das KI-Buch kennen Sie ja auch schon aus meiner KI-Vorlesung und die Teile, die man da in der KI-Vorlesung nicht behandelt hat aus dem Buch, die werden genau hier jetzt behandelt werden. Ja? Und klar, da gibt es auch eine englische Version davon, aber das ist für Sie weniger interessant. So, Logik und Deduktion. Deduktion ist natürlich wichtig, weil wir, also vor allem in der KI und in anderen Gebieten, wollen wir ja aus existierendem Wissen irgendwelche neuen Fakten herleiten, Fragen beantworten und so weiter. Damit werden wir uns beschäftigen. Wir werden uns auch mit entsprechenden Werkzeugen beschäftigen, zum Beispiel mit Logikprogrammierung, Sprache Prolog, Constraint Logic Programming, ein Thema, das mindestens 30 Jahre alt ist,
jetzt so langsam richtig interessant wird, auch im Kontext autonome Roboter. Das werden wir alles ansprechen. So, und dann kommen eigentlich die vier Klassiker der theoretischen Informatik, nämlich formale Sprachen, ganz wichtig, weil wir ja schließlich tagtäglich mit formalen Sprachen zu tun haben. Also da geht es im Wesentlichen drum für uns Informatiker, was sind denn Programmiersprachen? Wie mächtig sind die? Gibt es vielleicht Sprachen, die noch mächtiger sind oder die weniger mächtig sind? Und das ist eben ganz wichtig, das zu verstehen. Wir werden einerseits die Chomsky-Hierarchie der Sprachen aufbauen, ja, und parallel werden wir uns Berechnungsmodelle anschauen. Ja. Das heißt, um jetzt zum Beispiel einen Compiler zu bauen für eine bestimmte Programmiersprache, ja, wie mächtig muss denn die Maschine sein, die das kann? Ja. Und da werden wir sehen, wenn man jetzt von unten hochkommt, je mächtiger eine Sprache wird, desto besser muss der Rechner sein dafür. Ja. So, das heißt, wir werden parallel zu den Sprachen uns Automatenmodelle aufbauen, von den einfachsten endlichen Automaten bis hin zu den Turing-Maschinen. Und die Turing-Maschinen, das werden wir dann auch zeigen, die sind äquivalent zu unseren heutigen PCs, nämlich zum von Neumann-Rechner. Also, formale Sprachen und endliche Automaten. Ich meine, das hat jetzt der Hoffmann in zwei Kapitel aufgeteilt. Da gibt es durchaus auch Bücher, die führen das wirklich parallel miteinander hoch. Da hat man dann die einfachsten Sprachen und dann die einfachsten Automaten und so geht es dann hoch. Er geht erst die formalen Sprachen durch, dann die endlichen Automaten. Okay. So, wenn wir hier angelangt sind, dann sind wir praktisch bei den Turing-Maschinen angekommen. Das heißt, bei den mächtigsten heute bekannten digitalen Rechnern. Und dann geht es an die Berechenbarkeitstheorie, sprich, dann geht es um die Frage, ja, was können wir denn machen mit den Turing-Maschinen, beziehungsweise, oh nein, das ist echt unangenehm, also was können wir machen mit den Turing-Maschinen, beziehungsweise was können wir nicht machen mit den Turing-Maschinen? Also wo sind die Grenzen dessen, was wir mit Computern heute berechnen können? Und das ist ein Thema, das zwar zur theoretischen Informatik gehört, aber ganz banale, elementare, praktische Konsequenzen hat. Ja? Zum Beispiel das Halteproblem. Ja, das Halteproblem ist ein ganz zentrales Problem mit ganz vielen Konsequenzen auf viele andere Probleme. Und zwar das Halteproblem, das besagt, es kann kein Programm geben, das über Programme die Aussage macht, ob ein Programm anhält oder nicht. Ja? Ja? Das ist das Halteproblem. Oder ein bisschen praktischer formuliert, es kann keinen Compiler geben, der, wenn er ein Programm als Input kriegt, immer für beliebige Inputs, also für beliebige Programme, sagt, das Programm hält an oder hält nicht an. Ja? Also das heißt, es kann keinen Endlosschleifenerkenner geben. Ja? Dass es das heute nicht gibt, das wissen Sie. Aber, und das ist natürlich hochinteressant, das ist hart bewiesen. Ja? Es wird nie einen Compiler geben, der Ihnen sagt, da ist eine Endlosschleife drin. So, und das führt dann noch weiter. Wenn man schon keine Endlosschleifen erkennen kann, dann kann man erst recht nicht inhaltliche Fehler in Programmen erkennen. Das wäre natürlich das Nächste, dass mein Compiler mir gleich sagt, aber da ist noch nicht nur ein Syntaxfehler, also Syntaxfehler ist die eine Seite. Darüber werden wir hier in diesem Kapitel schon reden. Ja? Also wie man für welche Sprachen man mit wie viel Aufwand Syntaxfehler erkennen kann. Aber semantische Fehler, das ist natürlich wesentlich höher oben und wesentlich schwieriger. Aber solche Programmverifikationssysteme in voller Allgemeinheit kann es nicht geben. Ja? Und das ist unter anderem eine Konsequenz von dem Halteproblem. Und diese Dinge werden wir sauber aufbauen und zumindest teilweise auch mathematisch beweisen. Ja? So, das heißt, Sie werden in diesem Kapitel hier
wirklich die Grenzen der Informatik kennenlernen. Ja, und da bin ich schon der Meinung, das muss ein Masterstudent einfach wissen. Ja, da muss ein Masterstudent ein bisschen was davon mitgekriegt haben. So, wenn wir dann die Grenzen kennen, das heißt, wenn wir dann wissen, was die Informatik gar nicht kann, dann gehen wir wieder zurück in den Bereich der Probleme, die wir lösen können, und unterteilen die Berechnungsprobleme in einfache, mittelschwere, sehr schwere und in die unlösbaren. Ja, dann werden, das ist die Komplexitätstheorie. Also Vorsicht, Komplexitätstheorie darf man nicht verwechseln mit Komplexität von Algorithmen. Ich meine, da gibt es einen gewissen Überlapp, aber das sind zwei unterschiedliche Themen. Komplexität von Algorithmen, das kennen Sie zum Beispiel aus der Grundlagen der Informatik. Da geht es dann darum, ob ein Sortieralgorithmus n log n Rechenzeit hat oder quadratische Rechenzeit oder vielleicht sogar lineare Rechenzeit hat. Solche Geschichten, das ist Komplexität von Algorithmen. Die Komplexitätstheorie, da geht es darum, Probleme einzuteilen in Klassen. Ja? In Klassen von Problemen, die einfach sind, schwierig sind, sehr schwierig sind. Und das ist auch, ich meine, schon eine große Errungenschaft der Informatik, nämlich die Probleme in diskrete Klassen einzuteilen. Ja? Man könnte eigentlich meinen, naja, da gibt es irgendwie ein Kontinuum. Ja? Die Rechenzeit, die kann ja quasi von sehr kurz bis unendlich beliebig zunehmen. Nö, die haben es geschafft, die Probleme in diskrete Klassen einzuteilen. Und zwar geht es auch wieder über Maschinenmodelle. Wir werden zum Beispiel über Turing-Maschinen reden und über nicht-deterministische Turing-Maschinen. Also da gibt es dann die Klasse P, das sind die Probleme, die eine deterministische Turing-Maschine in polynomieller Zeit lösen kann. Dann gibt es die Klasse NP, da brauche ich eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die dann Probleme in polynomieller Zeit lösen kann. Und das Interessante ist natürlich, die nicht-deterministische Turing-Maschine, das ist eine, die ist wirklich sehr mächtig, ja? Weil das ist eine, die an immer, wenn der Algorithmus nicht mehr weiß, was er tun soll, dann fragt er ein allwissendes Orakel, was soll ich denn jetzt tun? Also was weiß ich, wenn Sie zum Beispiel jetzt ein Suchproblem haben, also Sie suchen einen Weg von hier nach Rom, und an jeder Kreuzung dürfen Sie ein allwissendes Orakel fragen, wo geht es denn jetzt hin? Ja? Das hört sich natürlich jetzt total abstrus an, aber so verrückt ist es gar nicht. Weil so ein Orakel, das eine Annäherung an so ein Orakel kann man sehr wohl bauen. Ja? Wir brauchen bloß entsprechend Rechenpower. Wir brauchen unendlich viele parallel arbeitende Computer. Ja? Und wir brauchen gar nicht unendlich viele. Also wenn wir nach Rom fahren wollen, dann reichen uns vielleicht 100.000 oder 1 Million oder so aus. Ja? An jeder Verzweigung lasse ich einfach für jeden Zweig einen Rechner losrechnen. Und wenn es sich wieder verzweigt, dann holt er sich halt neue und so weiter. Ja? Gut, über solche Dinge werden wir dann reden. Ja, das war jetzt ein Überblick über die theoretische Informatik. Gibt es da noch Fragen dazu, zu den Themen? Vielleicht auch noch, damit Sie das einordnen können. Wir machen jetzt hier in einem Semester all diese Gebiete durch. An einer klassischen Universität, also ein Informatikstudium an einer Uni, da hat jedes von diesen Gebieten mindestens ein volles Semester. Ja, also die Mathematik, gut, das haben wir hier auch, aber dann hat man mindestens ein Semester Logik, ein Semester formale Sprachen, übrigens formale Sprachen, da gibt es dann eventuell auch mehrere aufbauende Vorlesungen und dann vielleicht noch Compilerbau. Endliche Automaten, genauso Berechenbarkeit, Komplexität. Also jedes von diesen Gebieten hat da ein volles Semester. Bloß, dass Sie das einschätzen können, was das eigentlich für ein gigantisches Gebiet ist und wie viel wir hier natürlich am Ende auch weglassen werden. Aber es geht ja auch nicht darum, aus Ihnen jetzt Theoretiker zu machen.
die da Forscher in den entsprechenden Theoriegebieten sind, sondern ich habe es ja schon gesagt, mir geht es darum, einen Überblick über die Theorie der Informatik und vor allem auch eben über die Grenzen und die Möglichkeiten zu zeigen. Okay, gut, ja, dann starten wir mit der Logik. Also, wie gesagt, ich gehe dann auch meinem Buch vor. Zu den Büchern. Was gibt es da noch zu sagen? Genau, die Folien zu dem Hoffmann-Buch, die sind im Web auf der Webseite zur Vorlesung zu finden. Die Folien von meinem KI-Buch, die sind auch im Web. Mein KI-Buch, das gibt es ja auch bei Springerlink als E-Book und das Hoffmann-Buch auch. Also nicht bei Springerlink, aber das gibt es als E-Book. Das heißt, wenn Sie sich das zum Beispiel in der Bibliothek ausleihen oder auch wenn Sie selber eins kaufen, da ist vorne ein Code drin und dann können Sie das als E-Book runterladen. Ja, ich würde Ihnen empfehlen, oder sagen wir so, wenn ich die Vorlesung besuchen würde, ich würde mir das Hoffmann-Buch kaufen. Ja? Weil Sie werden viel arbeiten müssen mit dem Buch, Sie werden Übungsaufgaben machen und so weiter. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Okay, gut, ja. Gut, das muss ich Ihnen jetzt nicht mehr groß sagen. Ja, natürlich, also, ich meine, wir sind so wenig Leute, das heißt, Sie haben die Chance, alle Ihre Fragen hier beantwortet zu kriegen. Also stellen Sie die auch. Ja. Kurze Inhaltsübersicht jetzt noch über die Logik. Also Aussagenlogik, Prädikatenlogik, da habe ich schon was dazu gesagt. Eigentlich eine ähnliche Struktur wie im Hoffmann-Buch, dann Grenzen der Logik, also was können wir mit klassischer Logik nicht. Dann eben Logikprogrammierung mit Prolog. Das ist ganz wichtig. Als Informatiker muss man diese Sprache mal kennengelernt haben. Wir werden nicht sehr viel machen, aber ein paar Beispiele. Damit sind wir schon fertig, weil das sind ja die restlichen Kapitel aus KI, die Sie schon kennen. Ja? Okay, gut. So, jetzt müssen wir hier mal kurz vorwärts blättern. Und da gehen wir einfach so mal schnell durch. So, hier. Wir starten mit der Aussagenlogik. Also in der Aussagenlogik, wie der Name schon sagt, es geht um Aussagen. Solche Aussagen wie zum Beispiel, wenn es regnet, ist die Straße nass. Und natürlich werden wir das jetzt formalisieren. Ein bisschen formaler schon ist, ich habe hier eine Aussage und dann die andere Aussage. Also es regnet, Pfeil, die Straße ist nass. Ja? Und darüber werden wir uns jetzt sofort Gedanken machen, was dieser Pfeil bedeutet, was dann so eine ganze komplexere Aussage bedeutet und so weiter. Ja? Wir starten mit der Syntax. Also, gegeben ist eine Menge von logischen Operatoren. Und außerdem eine Menge Sigma von Symbolen. Ja? So, und der Durchschnitt aus den Operatoren und Sigma muss leer sein und außerdem aus diesen beiden Symbolen W und F. Ja? Das heißt, ein Symbol klein w darf hier drin nicht vorkommen. Ja? Und ich darf auch keinen Operator als Symbol verwenden, ist klar, sonst blickt keiner mehr durch. Ja? So, Sigma wird auch Signatur genannt. Und die Elemente von Sigma, das sind die sogenannten Aussagevariablen. Ja. Und jetzt definieren wir die Menge der aussagenlogischen Formeln rekursiv. Eigentlich bleibt uns kaum was anderes übrig, als so eine rekursive Definition vorzunehmen, weil wir hier über eine unendliche Menge von Formeln reden. Also, ich meine, die Formeln jetzt alle aufzuzählen, das geht nicht. So, also sagen wir erst einmal, W und F sind atomare Formeln. Alle Aussagevariablen, das heißt, alle Elemente von Sigma sind auch atomare Formeln. So, und jetzt kommt die Rekursion. Wenn ich zwei Formeln A und B habe, dann sind auch
nicht A, Klammer A, A und B, A oder B, A Pfeil B und A Äquivalent B sind auch Formeln. Bis jetzt geht es hier nur um Syntax. Ja? Ich habe hier quasi jetzt eine Vorschrift. Oh, ich hätte meine Lego-Bausteine mal wieder mitbringen sollen, weil die habe ich oft an der Stelle dabei. Wenn kleine Kinder Lego spielen, Legos sind natürlich auch deswegen so schön, weil die so diskret sind. Ja? Die haben da oben solche Noppen drauf und die passen sehr schön aufeinander. Und es gibt einfach nur eine relativ kleine Anzahl von Möglichkeiten, zwei Lego-Steine zu kombinieren. Ja? Und wenn wir jetzt mal sagen, beim Lego-Spielen ist alles andere nicht erlaubt, dann ist das hier genau das Gleiche. Ja? Ich habe ein paar Bausteine, die sind oben definiert, also bis hierher. So, und das hier ist jetzt die Regel, wie ich Bausteine verknüpfen kann. Also, wenn ich jetzt schon irgendwas gebaut habe, dann kann ich noch ein Nicht davor setzen oder ich kann Klammern außenrum tun oder ich kann zwei so gebaute Objekte nehmen und dann Und dazwischen tun und so weiter. Ja? Aber das ist erst einmal reine Syntax. Ja? Das hier, das was wir jetzt hier zum Beispiel haben, ist eine Zeichen. Hier haben wir eine Zeichenkette, dann kommt ein Zeichen und dann nochmal eine Zeichenkette. Also letztlich ist das Konkatenation. Eigentlich wäre es jetzt ganz nett, wenn wir bei den formalen Sprachen schon so weit wären, weil da machen wir nichts anderes als mit Zeichenketten operieren. Ja? Gut. Wichtig bis hierher nur Syntax. So. Wir sind immer noch bei der Syntax. Ich meine, hier ist nichts anderes als, da steht jetzt, wie wir diese, solche Ausdrücke auszusprechen haben. Also sowas sprechen wir eben als A und B. Und dann gibt es da hinten noch einen Namen. Da haben wir die Negation, die Konjunktion, Disjunktion, Implikation und Äquivalenz. Ja? Warum haben wir denn die Negation da zweimal stehen? Interessant. Okay. Also wenn wir jetzt als Beispiel dieses Sigma nehmen mit den drei Aussagevariablen A, B, C, dann sind das, was hier in der Zeile steht, Formeln. Ja? Weil die korrekt über Anwendung von den gegebenen Regeln entstanden sind. Auch das, was hier steht, ist eine syntaktisch korrekte Formel. So, es fehlt noch die Semantik. Und da kommen wir jetzt drauf. Ja? Wir stellen uns natürlich solche Fragen wie, ist diese Formel A und B wahr? Und die Semantik von logischen Formeln, da wird es immer um den Begriff der Wahrheit gehen. So, dazu brauchen wir den Begriff der Belegung. Also, eine Abbildung I von Sigma nach WF. Ja? Also sprich, wir bilden Aussagevariablen ab, auf die beiden Werte wahr und falsch. So eine Abbildung, die heißt Belegung oder Interpretation oder manchmal auch Welt. Ja? So, ja, damit ist sofort klar, dass jede aussagenlogische Formel mit n verschiedenen Variablen 2 hoch n unterschiedliche Belegungen hat. Weil ich kann ja, wenn jetzt in der Formel 7 Variablen drin sind, dann kann ich jede von diesen Variablen mit wahr und falsch belegen und da gibt es einfach dann 2 hoch 7 Kombinationen. So, und das führt direkt zur Wahrheitstafelmethode. Also in so einer Wahrheitstafel, wenn wir jetzt hier zwei Variablen haben, A und B, dann zählen wir hier nach unten alle Belegungen auf. Und wie wir gerade gesehen haben, da gibt es 2 hoch n, also bei zwei Variablen, 2 hoch 2 macht 4. Ja? 4 Kombinationen von wahr und falsch. So, und hier in dieser Wahrheitstafel, diese Wahrheitstafel, die wir hier jetzt haben, das ist die Definition der elementaren Operationen. Ja? Also zum Beispiel, Klammer auf, A, Klammer zu,
ändert am Wahrheitswert von A überhaupt nichts. Ja? Das Nicht dreht den Wahrheitswert um, macht aus wahr falsch und aus falsch wahr. Das Und macht eine Formel genau dann wahr, wenn beide Teilformeln wahr sind und sonst nicht. A oder B, da muss eine von beiden wahr sein. A Pfeil B ist immer wahr, außer wenn die Bedingung wahr und die Konklusion falsch ist. Und A äquivalent B ist genau dann wahr, wenn beide den gleichen Wahrheitswert haben. So. Also diese Wahrheitstabelle, das ist jetzt die Definition der logischen Operationen. So. Die leere Formel ist unter allen Belegungen wahr. Ja, dann brauchen wir noch Operatorprioritäten. Wenn wir in der Formel mehrere Operatoren drin haben, dann ist es ja wichtig, welcher zuerst quasi ausgewertet werden muss. Und die Prioritäten, die sind so. Also nicht, und, oder, Pfeil und die Äquivalenz in der Reihenfolge. So. Ja, jetzt wollen wir reden über, also wir wollen Formeln vergleichen und dazu brauchen wir die Äquivalenz, und zwar die semantische Äquivalenz. Zwei Formeln, F und G, heißen semantisch äquivalent, wenn sie für alle Belegungen die gleichen Wahrheitswerte liefern. Und man schreibt dann das Ganze auch so, also F ist äquivalent zu G, semantisch äquivalent. Also, wichtig ist jetzt hier, an der Stelle, wir reden über Formeln. Wir reden über zwei Formeln, F und G. Und das, was hier dasteht, das hier, F äquivalent G, das ist keine Formel mehr. Ja? Also, schauen Sie, wir müssen ganz sauber unterscheiden zwischen sowas und sowas. Hier haben wir zweimal ein Äquivalent. Ja, wir können das lesen, A ist äquivalent zu B, und das können wir auch lesen, A äquivalent B. Ja. Und das wird im Folgenden ganz wichtig sein. Also das ist ganz wichtig an der Stelle, dass Sie unterscheiden zwischen Objektsprache und Metasprache. Also unsere Logik, das ist die Objektsprache. Also hier, solche Dinge. Wir, oder gehen wir gerade nochmal zurück zur Definition der Syntax. Hier steht, was aussagenlogische Formeln sind. Das war's. Ja? Und zum Beispiel ist das hier, das ist, wenn A eine aussagenlogische Formel ist und B ist auch eine, dann kann ich damit rekursiv neue Formeln aufbauen. Aber dieses Dreifache ist gleich, das kommt hier nirgends vor. Das heißt, das kann nicht Bestandteil einer aussagenlogischen Formel sein. So, und deswegen ist es Metasprache. Schauen Sie, diese Metasprache, die Sache ist doch die, wir haben, also Objektsprache ist jetzt klar. Objektsprache haben wir definiert über unsere Syntaxdefinition. Und jetzt wollen wir hier in dieser Vorlesung über Formeln reden. Und damit wir nicht immer lange Sätze schreiben müssen, haben wir halt auf dieser Metasprache auch noch Zeichen. Und das hier ist ein Zeichen der Metasprache. Ja? So. Und was das bedeutet, steht hier. Das heißt, diese zwei Formeln F und G, die sind semantisch äquivalent, wenn Sie für alle Belegungen, also in F gibt es ja jetzt Aussagevariablen und in G gibt es Aussagevariablen, und wenn die beiden Formeln für alle Belegungen immer die gleichen Wahrheitswerte annehmen, dann sind sie semantisch äquivalent. So, wir werden gleich Beispiele noch anschauen.
Also ganz wichtig, Unterschied Objektsprache, Metasprache. So, und hier haben wir jetzt eine Menge von elementaren Tautologien. Ja? Das sind Formeln, die einfach wahr sind. Ja? Fangen wir mal da oben an. Nicht A oder B ist äquivalent zu A Pfeil B. Dieses Äquivalent heißt ja, da, okay, vielleicht gehen wir gerade auch nochmal zurück zu unserer schönen Wahrheitstabelle. A äquivalent B, immer dann, wenn A und B die gleichen Wahrheitswerte haben. Ja? Ja. Das heißt, wenn wir jetzt hier haben, Sie sehen ja, wir haben hier überall ein Äquivalent dazwischen stehen. Das heißt, wir können eigentlich die linke Formel durch die rechte ersetzen und umgekehrt. Sprich, das, was hier steht, nicht A oder B, ist eine Variante zu A Pfeil B. Wie überprüft man denn sowas? Wie überprüft man jetzt, dass das gilt? Genau, so ist es. Wir können zwei Wahrheitstafeln aufstellen, für das linke eine und für das rechte eine. Moment, das haben wir doch hier auf der nächsten Folie. Genau. Schauen Sie, wir haben hier A, B, da haben wir das linke, da haben wir das rechte und wir sehen, die Wahrheitswerte sind hier die gleichen wie da. Ja? Damit sind die beiden Formeln äquivalent. Aber wir können natürlich auch hergehen und noch eine weitere Spalte machen und diese neue Formel anschauen und da steht jetzt überall wahr. Ja? Und solche Formeln, die heißen Tautologien. Ja? Also Formeln, die unter allen Belegungen wahr sind, das sind Tautologien. So, und so eine Überprüfung können wir für alle diese Formeln machen. Zum Beispiel die Kontraposition. Also A Pfeil B ist äquivalent zu nicht B Pfeil nicht A. Ganz wichtig, Kontraposition ist was, das wir auch im täglichen Leben oft benutzen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wenn es regnet, ist die Straße nass, dann ist das äquivalent zu, wenn die Straße nicht nass ist, dann regnet es nicht. Dann haben wir hier rechts haben wir die Äquivalenz stehen und links haben wir quasi eine einfachere Interpretation. Sie sehen, wir brauchen das Äquivalenzzeichen gar nicht mehr. Wir können es nur mit zwei Implikationen beschreiben. Also das Äquivalenzzeichen ist tatsächlich gar nicht notwendig für die Aussagenlogik. Das macht es halt komfortabler. Also diesen Zusammenhang kann ich so einfacher beschreiben. Übrigens, dieser Implikationspfeil ist auch nicht notwendig, sehen wir da oben. Wir können immer nicht A oder B schreiben, wenn wir anstatt A Pfeil B. Also Implikation und Äquivalenz brauchen wir gar nicht. Ja? Und wir können sogar noch auf das Und oder auf das Oder verzichten. Über die De Morganschen Regeln. Schauen Sie, wir können nicht A und B schreiben als nicht A oder nicht B. Das heißt, wir können jedes Und durch ein Oder ausdrücken oder umgekehrt, wir können jedes Oder durch ein Und ausdrücken. Also da müssen wir uns entscheiden. Aber letztlich, die einzigen logischen Operatoren, die wir brauchen, sind nicht und Oder. Oder Und, je nachdem. Ja? Ja, gut, dann haben wir noch Distributivgesetze. Ich meine, Distributivgesetze kennen Sie aus der Mathematik bei Addition und Multiplikation und hier ist es ganz analog. Also man sagt auch,
Was wir hier jetzt machen, ist, wir multiplizieren diese Formel aus. Also wir haben A oder B und C und jetzt multiplizieren wir das A da rein und dann kriegen wir A oder B und A oder C. Also dieses A oder geht zu dem B hin und zu dem C, dann haben wir das hier. Genauso können wir ein und rein multiplizieren, ganz analog. Dann haben wir so eine elementare Tautologie, nämlich A oder nicht A. Ja, das ist wahr, beziehungsweise A und nicht A ist immer falsch. A oder falsch können wir durch A ersetzen. A oder wahr ist wahr. A und falsch, A und wahr ist A. Okay. Also wenn Sie da jetzt an ein paar Stellen irgendwie Probleme haben, irgendeine von den Formeln nicht glauben, dann leiten Sie sich einfach mal her mit einer Wahrheitstafel. So, okay. Ja, jetzt gibt es noch verschiedene Varianten der Wahrheit. Und zwar definieren wir, eine Formel heißt erfüllbar, falls sie bei mindestens einer Belegung wahr ist. Ja? Also vielleicht machen wir gleich mal an der Tafel hier parallel ein Beispiel. Also nehmen wir mal die Formel A und B. Ja? Welche Belegungen machen die Formel wahr? Ja, das, was wir vorhin definiert haben. Ja? Nämlich, was ist eine Belegung? Eine Belegung ist eine Abbildung von Sigma auf wahr falsch. Also eine Abbildung, die jeder Aussagevariablen einen Wahrheitswert zuordnet. Okay? Also wir können jetzt A auf wahr oder falsch abbilden und B auf wahr oder falsch belegen. Ja? So. Welche Belegung macht die Formel wahr? Genau. Also A wahr und B wahr, dann ist die ganze Formel wahr. So, gibt es noch andere Belegungen, die die Formel wahr machen? A und B falsch sind. Wenn beide falsch sind, ist dann A und B wahr? Hm? Ich habe jetzt halt gedacht, dass wenn jetzt etwas... A und B, wenn beide falsch sind, ist ja auch gleich falsch. Ja, aber falsch ist nicht wahr, oder? Ja. Gut, also das ist die einzige Belegung, die diese Formel wahr macht. Ja? So, aber immerhin, es gibt eine Belegung, die die Formel wahr macht. Ja? Und so eine Formel, die nennen wir erfüllbar. Ja? Also diese Formel hier, die ist erfüllbar. So, jetzt geht es weiter. Eine Formel ist allgemeingültig oder auch wahr, falls sie bei allen Belegungen wahr ist. Ja? So, damit ist klar, diese Formel ist nicht allgemeingültig, weil drei von den vier Belegungen machen die Formel nicht wahr. Ja? Solche Formeln, die nennen wir auch Tautologien. Ja? Also allgemeingültig, wahr und Tautologie ist das Gleiche. So. Und dann gibt es noch Formeln, die sind unerfüllbar. Das sind Formeln, die bei keiner Belegung wahr sind. Ja? Wir hatten vorhin schon, haben wir schon unerfüllbare Formeln gehabt? Weiß ich nicht mehr. Können Sie mir eine nennen? A und nicht. Genau. A und nicht A. Die Formel können wir belegen, wie wir wollen. Wir haben ja ohnehin nur zwei Möglichkeiten. Wir können A mit wahr belegen und A mit falsch belegen. Und die wird nie wahr. Also ist die unerfüllbar. So. Diese drei Arten der Wahrheit haben wir in der Aussagenlogik. So, dann gibt es noch den Begriff des Modells, auch ganz wichtig. Jede erfüllende Belegung einer Formel heißt Modell. Ja? Also nochmal hier, gehen wir zurück zu unseren Beispielen.
Diese Belegung A auf wahr und B auf wahr ist ein Modell dieser Formel. Alle anderen Belegungen sind keine Modelle. Ja? So, also Modelle sind erfüllende Belegungen. Wir haben vorhin bei der Definition von Belegung haben wir auch gesagt, eine Belegung wird auch als Welt bezeichnet. Vielleicht können wir das jetzt verstehen. Diese Formel A und B, die wird wahr in einer Welt, in der A wahr ist und B wahr. Ja? Und in einer Welt, in der A wahr und B falsch ist, in der ist diese Formel eben nicht wahr. Also so ist das Welt zu verstehen. Offenbar ist die Negation jeder allgemeingültigen Formel unerfüllbar. Also allgemeingültige Formeln sind ja solche, die immer wahr sind. Wenn ich die ganze Formel negiere, dann ist klar, dann ist die immer falsch. Die Negation, jetzt wird es interessant, die Negation einer erfüllbaren, aber nicht allgemeingültigen Formel ist erfüllbar. Also, wenn wir jetzt hier diese Formel haben, A und B, und jetzt nehmen wir nicht A und B. A und B ist eine erfüllbare Formel. Wir negieren die. Also vielleicht notieren wir uns hier mal, gibt es da keinen Lappen hier? Doch. Die Formel A und B, die hat ein Modell. Ja? Also eine von vier Belegungen macht die Formel wahr. Wenn ich sie jetzt negiere, wie viele Modelle hat denn die? Drei. Drei, genau. Nämlich alle anderen Belegungen. Ja? So. Und damit ist klar, wenn ich, also nochmal dieser Satz hier, wenn ich eine erfüllbare, aber nicht allgemeingültige, wichtig, was ist denn das, wie viele Modelle muss eine erfüllbare, aber nicht allgemeingültige Formel haben? Also von diesen 2 hoch n Belegungen, wie viele Belegungen müssen die Formel wahr machen, damit sie da dazu gehört? Erfüllbar, aber nicht allgemeingültig. Mindestens ein Modell. 2 hoch n - 1. Jawohl, genau. Mindestens ein Modell, aber höchstens 2 hoch n minus 1. Das heißt, wenn ich die Formel negiere, dann gibt es immer noch, dann gibt es wieder Modelle, die die Formel wahr machen, aber nicht alle. Ja. Das heißt, Negation von einer erfüllbaren, aber nicht allgemeingültigen Formel ist erfüllbar. Also sprich, quasi, wenn wir jetzt hier drin sind, bei den erfüllbaren, aber nicht allgemeingültigen Formeln, wenn wir die negieren, dann ist die Negation wieder erfüllbar. So, wenn wir aber jetzt hier drin sind, bei den Tautologien, dann oder wahren Formeln, wenn wir die negieren, dann sind sie unerfüllbar. Wenn wir eine unerfüllbare negieren, dann haben wir eine Tautologie. Das heißt, zwischen diesen beiden Mengen, die Negation führt da sofort in die andere Menge rein. Wenn wir hier drin sind und negieren, dann bleiben wir da drin. Aber Vorsicht, wir müssen, also das ist einfach eine Frage der Definition. Man hätte natürlich auch sagen können, eine Formel ist erfüllbar, wenn sie mindestens eine Belegung hat, aber keine Tautologie ist. Ja? Aber so ist es halt nicht definiert. Ja? Das heißt, die Tautologien sind eine Teilmenge der erfüllbaren Formeln. Okay, noch Fragen dazu?
Also da, klar, da kommen jetzt natürlich viele Begriffe und so weiter. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass Sie möglichst sofort, sobald Sie Zeit haben, die Übungsaufgaben zu dem Thema bearbeiten, weil in der nächsten Vorlesung geht es natürlich weiter und dann werden die Begriffe andauernd verwendet. Ja? Und das ist natürlich wichtig, dass Sie da Übung haben im Umgang mit diesen Sachen. So. Okay, so. Wir wollen ja schließlich mit der Logik was anfangen. Das heißt, wir wollen aus Wissen, das wir aufgeschrieben haben in Logik, neues Wissen herleiten. Und dieses Herleiten, das ist letztlich das Beweisen. So, und wir wollen den Beweisen jetzt näher kommen. Ja, und dazu brauchen wir den Folgerungsbegriff. Wir wollen jetzt darüber reden, ob eine Formel aus einer anderen Formel folgt. Ja? So, ja, und also in der KI redet man dann typischerweise über Wissensbasis. Also ich habe eine Wissensbasis, WB, und eine Wissensbasis ist nichts anderes als eine Menge von Formeln. Hier jetzt aussagenlogische Formeln. Ja? Und jetzt geht es um eine neue Formel Q. Q steht für Query, also eine Anfrage. Und ich will wissen, ob diese Anfrage aus der Wissensbasis folgt. Im Prinzip ist es so, wie wenn Sie bei Google eine Anfrage eingeben und dann wollen Sie wissen, ob diese Anfrage wahr ist. Ja, ich meine, der Google, der sucht Ihnen einfach irgendwelche Volltext-Matches, aber der Google sagt Ihnen nichts über Wahrheit aus und nichts darüber, ob diese Anfrage aus irgendwas anderem folgt. Und das wollen wir hier natürlich wesentlich formaler haben. Ja. Und übrigens, das Thema Semantic Web ist nichts anderes als sowas. Ja. Man will eigentlich dahin, dass der Google nicht nur syntaktisch irgendwelche Volltextsuche macht, sondern dass der wirklich Fragen beantworten kann. Was weiß ich, hat Michael Ballack mehr als 100 Länderspieltore geschossen? Ja? So eine Frage wirklich zu beweisen aus den Fakten, die es irgendwo gibt. Ja? Und ich meine, gut, wenn Sie beim Google so eine Anfrage stellen, wäre mal interessant, was der liefert. Der würde Ihnen jedenfalls nicht als Antwort geben, ja oder nein. Das hätten wir ja gerne. Ja? Sondern der würde Ihnen Texte liefern, bei denen Ballack und Länderspieltore und was weiß ich vorkommt. Ja? Ich glaube, Wolfram Alpha war ja so ein Versuch, so ein Versuch. Ja, Wolfram Alpha geht in die Richtung. Aber Wolfram Alpha hat natürlich auch nicht jetzt die volle Logik drauf. Ja? Aber Wolfram Alpha, das ist ein sehr guter Ansatz in der Richtung, absolut. Ja. Okay, ja, und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was da von der Logik her dahinter steckt. So, also, erst einmal müssen wir uns ja fragen, was heißt denn das, eine Formel folgt? Also, eine Formel Q folgt aus einer Formel WB, wenn jedes Modell von WB auch ein Modell von Q ist. Und man schreibt das Ganze dann so. Also man verwendet dieses Zeichen hier und spricht es, Q folgt aus WB. So. Aber Sie sehen, der Folgerungsbegriff, da geht es um Modelle. Da geht es um Mengen von Modellen. Jedes Modell von WB ist auch ein Modell von Q. Also, vielleicht machen wir uns hier auch mal ein Bild. Ja, es geht ja um Mengen von Modellen. Nennen wir mal die Menge der Modelle von WB mod WB. Ja? So, und wir
veranschaulichen das jetzt mal so. Das sei jetzt Mod WB als Mengenbild. Und jetzt muss jedes Modell von WB auch ein Modell von Q sein. Das heißt, Mod WB ist nichts anderes als eine Teilmenge von Mod Q. Also sprich, das heißt, wir können so ein Bild malen. Das hier wäre jetzt Mod Q. Ja, also wenn Mod WB eine Teilmenge von Mod Q ist, man kann da natürlich auch so sagen, immer wenn WB wahr ist, ist auch Q wahr. Also wir haben so eine Wenn-Dann-Beziehung. Also, wenn jetzt WB wahr ist, dann ist Q wahr. Aber Vorsicht mit diesem Wenn-Dann. Wir haben ja vorhin schon so ein Wenn-Dann auf der syntaktischen Ebene gehabt. Ja? Also die Implikation, der Pfeil. Hier sind wir jetzt auf der semantischen Ebene. Ja? Das ist eine semantische Folgerung und davor haben wir über die syntaktische Seite geredet. Und ich meine, deswegen ist auch so wichtig, zwischen Syntax und Semantik zu unterscheiden. Bei der Syntax, da geht es um Zeichenketten. Ja? Bei der Semantik geht es um den Wahrheitsbegriff. So, wir werden gleich in ein paar Minuten eine Beziehung zwischen Syntax und Semantik herstellen. Ganz wichtig. So. Ja, jede Formel wählt aus der Menge aller Belegungen eine Teilmenge als ihre Modelle aus. Wir hatten ja hier auch schon solche Beispiele. Ja. Tautologien wie zum Beispiel A oder nicht A, die schränken die Zahl der erfüllenden Belegungen nicht ein. Ja. Jede Belegung macht die Formel wahr. Naja, damit ist die Aussage leer. Ja? Also sowas, wenn Sie das hinschreiben, das bringt uns nichts an Information. Ja? Und damit können wir auch diese Aussage verstehen, die wir vorhin schon hatten, die leere Formel ist in allen Belegungen wahr. So, und für jede Tautologie gilt, die folgt aus der leeren Menge. Ja? Oder kurz geschrieben, also wenn wir sowas schreiben, das ist ja eigentlich nur, T folgt, er folgt aus eben der leeren Menge und das heißt, T ist eine Tautologie. Okay. Ja. Ja, jetzt, vielleicht schauen wir uns gleich mal hier den nächsten Satz an, das Deduktionstheorem. Weil das Deduktionstheorem, das stellt jetzt die Beziehung her zwischen der semantischen Folgerung und der syntaktischen Implikation. Und zwar sagt das Deduktionstheorem nichts anderes, als dass die beiden äquivalent sind. Also, das heißt, wir haben Glück gehabt. Ja, wir haben Glück gehabt in der Aussagenlogik. Gilt, eine Formel Q folgt aus WB genau dann, wenn WB-Pfeil Q eine Tautologie ist. Ja, also wenn WB-Pfeil Q eine Tautologie ist, dann folgt Q aus WB.
Und umgekehrt übrigens auch. Also wenn hier für die Modelle diese Beziehung gilt, also sprich diese Beziehung hier, wenn dieses Bild hier zutrifft, die Menge der Modelle ist eine Teilmenge von der Menge der Modelle von Q, dann können wir auch schreiben WB Pfeil Q. Das heißt, dann ist diese Formel hier immer wahr. Und das ist natürlich sehr schön, dass wir da so eine einfache, elementare Beziehung zwischen der semantischen Folgerung und der syntaktischen Implikation haben. Ja, okay. Gut. Wegen dem Deduktionstheorem können wir, vielleicht gehen wir gerade nochmal zurück, schauen wir es uns gerade nochmal kurz an. Schauen Sie, hier geht es ja um das Beweisen. Hier geht es um die Frage, folgt die Formel Q aus der Formel WB? Und wir wollen Beweisverfahren jetzt entwickeln. Das werden wir dann auch tun. Aber wegen dem Deduktionstheorem haben wir schon ein ganz einfaches Beweisverfahren, weil wenn ich jetzt beweisen will, folgt die Formel Q aus WB, naja, dann schaue ich mir diese neue Formel an, baue die Wahrheitstafel auf und gucke, ob diese neue Formel, ob da immer wahr steht. Wenn ja, dann folgt Q aus WB. Das heißt, wegen dem Deduktionstheorem ist die Wahrheitstafelmethode ein Beweisverfahren. Und zwar ein semantisches Beweisverfahren. Schauen Sie, hier geht es ja darum, die Definition hiervon, von dem Folgerungsbegriff, gehen wir gerade nochmal zurück. Hier, da geht es um Modelle. Ja? Hier nochmal dieses Bild. Die Modelle von WB müssen eine Teilmenge der Modelle von Q sein, dann folgt Q aus WB. Also sprich, wir müssen letztlich Modelle zählen. Darum geht's. Ja? Wir schauen uns die Mengen der Modelle an, dann können wir semantische Beweise führen. Wegen dem Deduktionstheorem können wir das natürlich auch mit der Wahrheitstafelmethode machen. Ach so, übrigens, wir bräuchten gar nicht unbedingt das Deduktionstheorem. Gehen wir gerade nochmal zurück zu unserer Wahrheitstafel. Hier haben wir ja eine. Zum Beispiel überlegen wir uns jetzt, können wir ja auch mal hier drauf schreiben, was haben wir denn jetzt? Ah, nein. Wieso denn das jetzt schon wieder? Sorry, da haben wir ein Problem mit dem Stift hier. Dann müssen wir es doch auf die Tafel schreiben. Das ist ja schon komisch. Ja, hier mal da. Aber gut, also. Dann machen wir es halt so. Und zwar, wir wollen jetzt wissen, ob B aus A folgt. Also, das wollen wir wissen. Ja? Folgt die Formel B aus A? Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir schauen uns diese Geschichte an. Wir schauen uns an die Menge der Modelle von A und wir schauen uns an die Menge der Modelle von B. Naja, was sind jetzt Modelle von A?
Das sind diese beiden Belegungen, die ersten beiden Zeilen. Okay? Und wir schauen uns an die Menge der Modelle von B. Das sind diese beiden Zeilen. Und jetzt wollen wir ja quasi, wir wollen überprüfen, ob das hier, also ob B aus A folgt. Ja, ich meine, wir sehen sofort, B folgt nicht aus A. Warum nicht? Wenn wir hier jetzt auf die Modelle schauen und da. Die hier, weil da nicht wahr steht. Dieses Modell müsste ja Teilmenge von A sein, damit das... Das verstehe ich jetzt nicht. Das Modell müsste Teilmenge von A sein. Ja, aber diese eine Zeile eben nicht, die müsste auch noch. Was müsste? Da müsste wahr stehen, oder was? Ja, genau, bei A. Ja. In der zweiten Zeile. Dann müsste B wahr sein. So ist es. Also, wenn wir hier jetzt wahr hätten, dann wäre die Menge der Modelle, nämlich die Zeilen, in denen bei A wahr steht, eine Teilmenge der Modelle von B. Ja? Und wenn wir nämlich hier wahr hätten, dann hätten wir hier auch wahr und dann hätten wir hier viermal wahr stehen. Ja? Aber erst einmal nochmal dazu. Also es ist die Menge der Modelle von A ist nicht eine Teilmenge der Menge der Modelle von B. Und damit können wir eben nicht sagen, dass B aus A folgt. Also das ist die eine Methode. Die eine Methode, das Ganze zu beweisen, ist tatsächlich, indem wir die Modelle anschauen. Und jetzt haben wir aber das Deduktionstheorem, das die Sache vereinfacht. Mit dem Deduktionstheorem können wir auch hergehen und sagen, okay, wir schauen uns einfach die Wahrheitswerte von A Pfeil B an. Und was müsste sein, damit B aus A folgt? Genau, wir müssten viermal wahr stehen haben. Ja? Also A Pfeil B müsste eine Tautologie sein. Okay. Ja. Und ich meine, Sie sehen ja, da quasi dieses Beweisen über die Wahrheitstafelmethode, wir schauen auf Modelle. Wir schauen auf Modelle, wir schauen entweder auf Modelle von A und von B oder auf Modelle von A Pfeil B. Aber wir reden immer über Modelle. Und das sind semantische Beweisverfahren. Also ein wichtiges, vielleicht das wichtigste semantische Beweisverfahren für die Aussagenlogik ist tatsächlich die Wahrheitstafelmethode. Ups. Okay, gut, so wo waren wir stehen geblieben? Hier. So, die Wahrheitstafelmethode, die hat einen Nachteil, nämlich das kann richtig übel in die Rechenzeit gehen. Ich meine, an diesen Trivialbeispielen nicht, aber ich meine, wir haben für eine Formel mit n Variablen 2 hoch n Belegungen. Und wir müssen im Worst Case die ganze Wahrheitstafel komplett aufbauen. Das heißt, alle Zeilen in der Wahrheitstafel anschauen und die Zahl der Zeilen ist 2 hoch n.
Also wenn wir jetzt 10 Variablen haben, dann hat die Wahrheitstafel immerhin schon 1024 Zeilen. Ja? Und wenn wir 20 Variablen haben, dann hat die etwa 1 Million Zeilen. Und das, ja, das kostet schon ein bisschen Aufwand. Ja? Und wenn wir 30 Variablen haben, dann haben wir 1 Milliarde Zeilen etwa. Und bei 40 Variablen haben wir 10 hoch 12 Zeilen. Und da merkt man schon, viel weiter als 40 Aussagevariablen, da wird es richtig schmerzhaft. Ja? Und 40 Aussagevariablen, das ist nichts weiter Schlimmes. Ja? Damit sind wir auch schon bei einer Anwendung der Aussagenlogik, die Sie ja auch kennen, nämlich die Digitaltechnik. Sprich, wir bauen heute Rechner, Prozessoren. Zum Beispiel ein 64-Bit-Prozessor. Ja? Wie ist denn das? Ein 64-Bit-Prozessor, der kriegt zum Beispiel, wenn er jetzt logische Operationen ausführen soll, einen 64-Bit-Vektor als Input und einen zweiten 64-Bit-Vektor als Input. Zum Beispiel, um zwei 64-Bit-Zahlen zu multiplizieren. Oder andere Operationen mit zwei 64-Bit-Inputs zu machen. Aber jedenfalls kriegt der Prozessor 128 aussagenlogische Variablen als Input. Und die Wahrheitstafel hat jetzt 2 hoch 128 Zeilen. Naja, ich meine, der Prozessor hat das implementiert, das, was er kann, das macht er alles sehr schnell. Aber wenn Sie jetzt als Entwickler von diesem Prozessor den überprüfen wollen, alles, was der tut, ist nichts anderes als Aussagenlogik. Das heißt, Sie wollen jetzt zum Beispiel, dass der eine Floating-Point-Multiplikation macht von zwei 64-Bit-Floating-Point-Zahlen. Die Aufgabe können Sie jetzt in Aussagenlogik formulieren. Sie können eine aussagenlogische Formel hinschreiben. Okay, schön, jetzt steht die Formel da. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist dieser Chip gebaut. Und den können Sie jetzt anwenden. Und jetzt wollen Sie wissen, ob der Chip auch wirklich das tut, was er soll. Im Prinzip können Sie jetzt die Wahrheitstafel der Formel vergleichen mit der Wahrheitstafel von dem Chip. Aber wo ist das Problem? Rechenzeit. Weil die Wahrheitstafel hat 2 hoch 128 Zeilen. Und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Die Zeit haben wir nicht, das abzuwarten, bis zum einen der Chip und zum anderen Ihre Formel per Wahrheitstafel ausgewertet ist. Und deswegen beschäftigen sich Digitaltechniker heute mit dem Thema Verifikation digitaler Schaltungen. Also wie kann man das effizienter machen, besser machen? Zum Beispiel ein Thema heißt Testmustergenerierung. Ich will jetzt halt diesen Prozessor mit 128 binären Inputs testen können, aber leider nicht auf allen 2 hoch 128 möglichen Inputs. Und jetzt ist die Frage, welche Testmuster decken mir denn möglichst viel davon ab? Es könnte ja sein, dass jetzt quasi eine Belegung auch noch andere Dinge mittestet und so weiter. Ich habe da nicht viel Ahnung davon, aber wichtig für uns an der Stelle ist, das ist ein echt schwieriges Problem. Ja? Also Beweisen mit Wahrheitstafelmethode ist leider sehr aufwendig. So. Jetzt wollen wir uns noch eine kurze Folgerung aus dem Deduktionstheorem anschauen. Ah nein, das ist doch furchtbar. Und zwar, ja, also wenn jetzt Q aus WB folgt, dann sagt ja das Deduktionstheorem, dann ist WB-Pfeil Q eine Tautologie. Das heißt, WB Pfeil Q ist immer wahr. Und jetzt gehen wir her und tun dieses WB Pfeil Q negieren.
also nicht WB Pfeil Q. Diese Formel, die ist dann unerfüllbar, ist klar. Ja? Haben wir ja vorhin auch gesehen, negierte Tautologien sind unerfüllbar. So, und jetzt tun wir diese Formel noch ein bisschen abändern. Also, nicht WB Pfeil Q. Wir ersetzen jetzt den Implikationspfeil durch die äquivalente Formel nicht WB oder Q. Also, das wir ersetzen wir durch nicht WB oder Q. Dann ziehen wir dieses nicht in die Formel rein, dann kürzt sich das hier raus, dann kriegen wir WB, das oder dreht sich um und wird zum und wir kriegen WB und nicht Q. Also die Formel hier, die ist äquivalent zu der hier. So, und die hier, das ist die Negation von uns, von dem, was wir eigentlich zeigen wollen. Ja? Wir wollen ja zeigen, dass Q aus WB folgt. Und jetzt haben wir die Negation von dem genommen und gesehen, das ist das hier. Das heißt, Q folgt aus WB genau dann, wenn WB und nicht Q unerfüllbar ist. Also wir haben jetzt noch eine andere Methode gefunden, um zu zeigen, dass Q aus WB folgt. Nämlich, indem wir WB und nicht Q nehmen und zeigen, diese neue Formel ist unerfüllbar. Und diese Methode, die bezeichnet man klassischerweise als Widerspruchsbeweis. Das steht jetzt hier als Satz formuliert. WB, also Q folgt aus WB genau dann, wenn WB und nicht Q unerfüllbar ist. Schauen Sie, in der Mathematik werden ja immer wieder Widerspruchsbeweise verwendet. Wir wollen zeigen, dass irgendein Q aus WB folgt. Und dann sagt der Dozent, ja, nehmen wir mal an, unsere Behauptung wäre falsch. Und das ist genau das, was hier passiert. Die Behauptung ist ja Q. Wir wollen zeigen, dass Q aus WB folgt. Jetzt nehmen wir mal an, Q wäre falsch und tun das einfach zur Wissensbasis dazu, WB und nicht Q. Und jetzt leiten wir daraus einen Widerspruch ab. Weil Widersprüche, die sind nämlich unerfüllbar. Das hatten wir ja auch schon vorhin gesehen. Schauen Sie so eine Formel. A und nicht A. Ja, das ist ein Widerspruch. Diese beiden, A und nicht A, die widersprechen sich und diese Formel ist unerfüllbar. So. Das ist genau die Methode des Widerspruchsbeweises und wir sehen, dass das direkt folgt aus dem Deduktionstheorem. Okay, Anwendungen klar in der Mathematik. Und deswegen ist es für uns jetzt so wichtig, in vielen automatischen Beweiskalkülen, zum Beispiel auch die Logikprogrammiersprache Prolog, macht nichts anderes als Widerspruchsbeweise. Oder auch der Resolutionskalkül, den wir kennenlernen werden. So, ja. Also wir wollen ja dahin, wir wollen uns jetzt Beweisverfahren anschauen. Nochmal, eines kennen wir schon, das ist die Wahrheitstafelmethode. Wahrheitstafelmethode ist ein semantisches Beweisverfahren. Wir zählen Modelle und schauen uns diese Teilmengenrelation auf der Menge der Modelle an. Wir wollen jetzt aber hin zu mehr syntaktischen Beweisverfahren. Das heißt,
Ich möchte eine Formel beweisen und jetzt mache ich syntaktische Manipulationen, Veränderungen. Ich schreibe neue Formeln hin und so weiter, um dann am Ende zu zeigen, dass die Anfrage folgt aus der Wissensbasis. So. Und da kommt dann der Begriff der Ableitung ins Spiel. Eine Ableitung ist, ja, da werden durch syntaktische Manipulationen Formeln verändert, solange bis ich, also ich will zeigen, dass Q aus B folgt und jetzt machen wir syntaktische Manipulationen von diesen beiden Formeln durch Anwendung von Inferenzregeln, die werden wir noch kennenlernen. Und am Ende soll man irgendwann sofort erkennen, dass Q aus WB folgt. So, wenn wir sowas gemacht haben, solche syntaktischen Herleitungen, dann mit nach bestimmten Regeln, dann schreibt man das Ganze so. Ja? Also Q lässt sich aus WB syntaktisch ableiten und da haben wir dann hier ein anderes Symbol. So. Und solche Verfahren, die nennt man dann auch Kalkül, Beweiskalkül. Das sind syntaktische Beweisverfahren zum Ableiten neuer Formeln. Okay. Ja, wenn wir dann so ein Kalkül haben, das heißt Regeln, mit denen wir syntaktisch neue Formeln herleiten können, dann gibt es noch die zwei Begriffe, nämlich die Vollständigkeit und die Korrektheit von Kalkülen. Und das ist wichtig. Wir wollen eigentlich nur Beweiskalküle haben, die korrekt und vollständig sind. Was heißt das? Ein Kalkül heißt korrekt, wenn jede abgeleitete, also neu hergeleitete Aussage auch semantisch folgt. Ja? Das heißt, wenn für Formeln WB und Q gilt, wenn sich Q aus WB syntaktisch herleiten lässt, dann muss Q auch semantisch aus WB folgern. Ja. Also korrekt ist ein Kalkül dann, wenn sich quasi nichts Falsches herleiten lässt. Das ist die Intuition. Ja. Es lassen sich nur Formeln herleiten, die auch semantisch folgen. Was damit noch nicht ausgesagt ist, lassen sich auch alle Formeln herleiten, die semantisch folgen. Und dazu brauchen wir die Vollständigkeit. Ein Kalkül heißt vollständig, wenn alle semantischen Folgerungen abgeleitet werden können. Das heißt, wenn für Formeln WB und Q das hier gilt, nämlich wenn Q aus WB folgt, dann lässt sich Q auch semantisch herleiten. Also jede Formel, die semantisch folgt, lässt sich auch syntaktisch herleiten. So, und wenn wir das beides haben, Korrektheit und Vollständigkeit, dann sind semantische Folgerung und syntaktische Herleitung äquivalent. So. Und ja gut, damit können wir eigentlich für heute Schluss machen. Beim nächsten Mal werden wir anfangen, einen syntaktischen Beweiskalkül uns anzuschauen, nämlich den Resolutionskalkül, der korrekt und vollständig ist. Ja? Wenn wir das gezeigt haben, dass der Beweiskalkül korrekt und vollständig ist, dann können wir nämlich quasi die Wahrheitstafelmethode ad acta legen und nur noch unseren syntaktischen Beweiskalkül verwenden. Okay, gut, das wär's für heute.